So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Test Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Cuisine Royale Second Edition, kurz Cursed ohne U. Das kann man sich, denke ich, so am besten merken. And Cursed, Freunde. Ich habe Cuisine Royale kurzzeitig mal gespielt, vor einiger Zeit, und jetzt hier mal wieder reingeschaut in dieses wunderschöne Spiel. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand für mich persönlich der spaßigste Battle Royale Shooter, den es so gibt. Also, ich habe alle mal getestet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alle mal gespielt. Ich habe PUBG gespielt, ich habe Warzone gespielt, ich habe Fortnite gespielt. Also, alle gängigen Battle Royales habe ich auf jeden Fall schon angetestet. Aber lange gehalten haben die mich nicht wirklich. Und ich muss sagen, jetzt die Second Edition, also das Cursed Cuisine Royale, die neue Variante, überzeugt mich wirklich krass. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel macht einiges richtig, um mir persönlich den Spielspaß sehr krass zu steigern. Freunde. Cursed. Was bietet dieses Spiel? Was hebt Cuisine Royale von anderen Battle Royales ab? Für alle, die das Spiel nicht kennen, man hat hier keine normalen Soldaten, die rumrennen. Man hat hier sogenannte, ja, Helden, Champions, die man auswählen kann. Da ist in jeden Monat, glaube ich, einer in der freien Rotation. Gerade ist das Erik Thorsen. Ich habe aber auch noch nicht lange gespielt, also ich weiß nicht, wie lange wirklich diese Free Trial geht, ob das eine Woche ist, ob das drei Wochen, vier Wochen sind, das weiß ich gerade nicht. Jedenfalls rotiert das hier durch. Das heißt, man kann jeden Champion mal ausprobieren, um sich dann zu entscheiden, einen zu kaufen. Was allerdings irgendwie, glaube ich, nur mit Echtgeld funktioniert. Also immer freischalten kann man, glaube ich, nur mit Echtgeld. Man hat hier noch diese Einheiten, Beschwörungsstein, das habe ich mir selber noch nicht durchgelesen. Benutze ihn in einem Beschwörungsritual, um die Charakterfreischaltung, mit anderen Charakteren voranzutreiben. Wähle den Charakter aus, den du freischalten möchtest, und benutze Beschwörungssteine, um ihn zu beschwören. Für jede Charakterverschaltung benötigst du mehr Steine. Okay, also gibt es wohl doch eine Möglichkeit, die Charaktere so freizuschalten. Man muss sozusagen nur einen wählen. Dann mache ich das doch direkt mal mit dem Ozelotl. Erhalte Beschwörungssteine. Ach, die bekommt man im Battle Pass. Alles klar. Beschwörungssteine, hier sind sie, bekommt man den Battle Pass, sowohl, so wie es aussieht, im kostenlosen, als auch im bezahlten Battle Pass. Also gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, die Charaktere auch so zu erfarmen und sich irgendwann zu kaufen. Ja, Freunde, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe mir den wirklich mal für echtes Geld gekauft, weil ich das Spiel gerne unterstützen wollte. Jetzt ist mir gerade meine Katze auf den Schoß gesprungen. Onami, du kannst ruhig wieder gehen. Gerade ist ein bisschen ungünstig, aber okay. Ich habe mir den hier gekauft, den Louis Baker Celine. Fand ich ziemlich cool, denn seine Ulti kann bis zu drei Zombies auferstehen lassen, die mit MPs ausgestattet sind und dich sozusagen begleiten und beschützen. Ziemlich geil. Ja, und die anderen haben ja natürlich völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Der hat zum Beispiel einen Donnerschlag, den man auf Gegner niederbrassen kann. Ja, könnt ihr euch gerne mal ansehen, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Macht das Spiel cooler, macht das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher. Es gibt noch viel mehr in dem Game. Es gibt Flüche, es gibt Rituale, die man beschwören kann. Aber das sehen wir dann später sicherlich mal, wenn wir ins Spiel reingehen. Ich werde jetzt einmal eine Runde starten, Freunde. Eine Runde Solo. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Also jetzt muss ich die Katze hier wirklich mal kurz runtersitzen. Es tut mir sehr leid, du bist super süß, aber jetzt ist gerade ein bisschen unpassend. Wo war ich, Freunde? Was ich schon mal sehr geil finde an diesem Battle Royale Spiel, es gibt diese ganze, ich fliege über die Map und muss irgendwo abspringen, nun mal nicht. Genauso gibt es keine Lobby, also keine Spawn Area, wo erstmal alle Spieler spawnen, damit alle gleichzeitig dieselben Chancen haben. Das gibt es hier in diesem Spiel nicht. Hier spawnt man direkt auf der Map. Macht es ein bisschen unfairer im kompetitiven Sinne, weil ja die Leute, die schneller laden und schneller auf den Server kommen, bessere Chancen auf Loot haben im Early Game. Ich muss sagen, mich stört das überhaupt nicht. Ich finde, dass man hier schnell in die Action kommt. Oh, da haben wir direkt mal einen Premium-Kühlschrank. Das ist natürlich nice. Da haben wir direkt mal ein wenig Loot, eine Weste und noch weiteres. Hier haben wir eine M3 Maschinenpistole. Ah, hier noch. Ah, okay. Ihr seht es ja schon, das ist noch von Cuisine Royale übrig geblieben. Natürlich hat man weiterhin, das Spiel war ja ursprünglich mal als Verarsche geplant zu PUBG.
kann man sich ja Töpfe und Pfannen auf den Kopf setzen. Finde ich ziemlich lustig, finde ich ziemlich cool. Das Spiel nimmt sich allgemein sowieso nicht wirklich ernst. Also, hier gibt es viele Sachen, die so weit weg von Realismus sind, dass man... Ist noch mehr Walter-Munition? Dass man das Spiel einfach nicht ernst nehmen kann. Und man merkt auch, dass das Spiel sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Zum Beispiel kann man sich einen Ghetto-Blaster finden. Und mit dem Musik abspielen, die jeder auf der Map hört. Also sich einfach verraten. Finde ich alles, sind alles lustige Elemente. So, Freunde. Wie ihr seht, wir sind direkt gespawnt. Looten uns jetzt hier durch dieses kleine Gebiet durch. Ich vergesse auch immer in Battle Royales, in welchem Haus ich schon war, ne? Das sehe ich immer nur dadurch, dass die Türen noch offen sind. Ich renne immer planlos durch die Gegend. Hier haben wir diese Fluchtasche, womit man Flüche wirken kann. So richtig habe ich das System mit den Flüchen auch noch nicht begriffen. Ach doch, man hat direkt eine Fluchtasche. Man kann am Anfang, bevor man ein Spiel startet, einen Fluch ausrüsten. Rückstoß wirft alle Spieler in einem Radius von 7 Metern hinfort. Ist so eine Art Granate, die Gegner hinfortwirft. Da gibt es natürlich noch mehrere Flüche, die man sich freischalten kann. So, hier scheint es nicht mehr wirklich Loot zu geben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir in dieser Runde nicht direkt verrecken, weil ich würde euch das Spiel natürlich gerne wenigstens bis ins Midgame zeigen. Denn ich hoffe, dass jemand noch ein Ritual wirkt. Oh ja, meine Mosin. Ich glaube... Welche ersetze ich denn jetzt? Scheiße. Ich ersetze mal die Karabiner, oder? Nee, ich ersetze die... Warte mal, wie viel Schaden macht die? 9? Hat halt eine übelste... nee, ich ersetze die. So, da haben wir gleich eine Sniper. Brauchen wir bloß noch einen Scope dafür. So, jetzt müssen wir langsam vorsichtig sein. Es könnte jetzt gut sein, dass andere Spieler das Gebiet durchqueren. Wir gehen einfach mal Richtung Zentrum. Natürlich offenes Feld. Immer ungünstig. Da kann von solchen Hügeln schnell mal ein Scharfschütze kommen und uns niedermähen. Da jemand ist. Nee. Bisher noch nicht. Ah, da ist schon der Erste. Ich sehe ihn natürlich nicht. Okay, das war knapp. Da hat man wirklich gar kein Life mehr. Ich bin noch ein bisschen erschrocken gerade. Aber zum Glück haben wir ihn besiegt. Haben wir eine S3-Weste, sehr schön. Heilen tut man sich mit Essen, ganz normal. Da bin ich jetzt ein bisschen froh, dass wir überlebt haben. Ich glaube, ich verstecke mich jetzt erstmal in diesem Sandsack-Kabuff hier. So. Gut, noch mehr Walter-Munition brauchen wir nicht. Die Pistole benutze ich so selten. Das nimmt nur unnötig Platz weg. So, hier würde ich erstmal kurz verweilen. Freunde, was kann ich euch noch zu dem Spiel sagen? Wie gesagt, Helden, man spawnt direkt. Was ich immens gut finde. Das ist mit der Unterschied, der mich am meisten hier bei dem Spiel bei der Stange hält. Einfach weil man verliert, man verreckt. Es juckt nicht so sehr. Man kann direkt wieder ins nächste Game spawnt, läuft direkt wieder rum, hat nicht diese ewige Lobby-Wartezeit immer. Das hat mich immer extrem gestört. Das hat man hier nicht. Was ich ziemlich nice finde. Was auch... Oh, waren da gerade Schritte? War da jemand? War da jemand? Ich hoffe nicht. Nee. Wir können ja mal einen Zombie spawnen, da zeige ich euch das auch mal. Das ist die Ultimate. Punkte für die Ultimate bekommt man, indem man halt Gegner killt. Und für Überlebenszeit. So, und der läuft jetzt immer mit uns mit. Verrät natürlich auch unsere Position. Hat aber auch schon das ein oder andere Mal für mich jemanden erschossen. Also so unnütz sind die gar nicht. Erst recht, wenn man 3 mit hat. Ist das schon ziemlich nice.
So. Weiter geht's. Was ich sagen wollte, das Loot-System finde ich ziemlich gelungen. Man hat alles, was man so gebrauchen könnte, was so zu seiner Ausrüstung passt. Jetzt ausgenommen von Waffen, da muss man ersetzen, aber sonst hat man alles, was man gebrauchen könnte an Consumables grün markiert, wie man es hier sieht. Wir haben noch gerade keinen Platz mehr. Man könnte natürlich jetzt irgendwas weglegen. Wie zum Beispiel Mauser. Mauser brauchen wir nicht. So, das können wir immer noch nicht mitnehmen. Legen wir noch das Sprengpaket ab. Nehmen die Konserven lieber mit. Das Scope können wir noch. Machen wir hier drauf. Das ist nämlich ein Nachtzielfernrohr. Alles, was man, wo ich war, Freunde. Ich verliere andauernd den Faden. Und alles, was man so brauchen könnte an besseren Equipment, besseren Westen, Helm und so weiter, wird lila markiert. Und da muss ich doch sagen, das finde ich ziemlich nice. Oh, eine Thompson. Die Thompson macht 420er. Die hat eine schöne Feuerrate. Ich glaube, ich lege die. Ich leg die ab. Weg damit und nehme die Thompson mit. So, da kommt doch gleich ein Auto angefahren. Ein Bus sogar. Ein Bus, Freunde. Ein Bus ist nicht sehr mobil. Den können wir sicherlich. Naja, der fährt leider weg. Jetzt hätte ich den Fight mit dem guten Herrn gesucht. Gut, Freunde. Sieht ja bisher gar nicht so schlecht aus. Wir haben einen Kill. Die Zone ist noch recht groß. Auf jeden Fall schon ziemlich viele Leute gestorben, dafür, dass das Spiel noch gar nicht so lange geht. Und was ich auch zu dem Spiel sagen muss, ich finde die Grafik einfach mega geil. Auch hier, dass man den Schnee so wegmacht. Das ist für ein Free-to-Play-Spiel ja nicht immer so gang und gäbe. Ich muss sagen, die Engine von dem Game gefällt mir schon sehr gut. Und die Grafik kann sich wirklich für ein Free-to-Play-Battle Royale absolut sehen lassen. Oh, waren da Schüsse? Läuft da jemand? Jetzt habe ich schon Paranoia langsam. Nee. Die Engine ist auch wirklich gut optimiert. Also das Spiel läuft größtenteils wirklich sehr flüssig. Da kann man absolut nicht meckern. So, hier haben wir so einen Gamble-Automaten, das kann ich auch nochmal zeigen. Ihr habt ja diese aztekischen Münzen gesehen, die wir eingesammelt haben. Mit diesen Münzen kann man hier an diesen Spielautomaten spielen und Loot rausbekommen. Manchmal ist da echt geiles Zeug dabei. Es kann aber auch vorkommen, dass man gar keinen Luck hat und einfach nur Granaten rauskommen, die dann hochgehen und dich umbringen wollen. Das ist natürlich der weniger geile Part. Aber auch das kann passieren. 10 Münzen braucht man übrigens für einmal spielen. Oh, cool, die haben Hermesstiefel bekommen. Die machen uns schön schnell. Ja, Mosin-Munition, sehr schön. Mann, ich sehe wirklich wenig Spieler dieses Mal, ey. Scheint uns wirklich gut aus dem Weg zu gehen. Man muss sich auf jeden Fall immer schön umsehen, weil sehr oft kommt es natürlich vor, dass jemand hinter dir steht und dich eiskalt niederschießt. So, ja, man graben. Ich mag diese Schützengräben.
Die sind immer sehr cool, um sich einigermaßen zu verstecken. Oh, hier ist jemand gestorben, so wie es aussieht. Kann natürlich auch immer sein, dass sich hier jemand versteckt. Oh! Was war das? Zombiefalle? Eine Zombiefalle. Jetzt bin ich gerade mega erschrocken. Alter Schwede. Och, bin ich gerade verjagt. Okay. Da wird geschossen. Könnte natürlich der Zombie sein oder auch ein Spieler. Da vorne läuft was. Das sieht doch aus wie ein Spieler, oder? Der da die Straße hochläuft. Ne, ist der Zombie, okay. Das ist der Zombie. Oh, jetzt wollen wir verrecken, ja. Ja. Da habe ich nicht aufgepasst, da war links im Wald auch noch ein Spieler. Der hat mich natürlich gekillt. Egal, Freunde. Ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch das Spiel noch kurz zeigen, denn ich finde, es hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Cuisine Royale Second Edition, kurz Cursed ohne U. Ich werde das Spiel natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Man hat Helden, man hat Fähigkeiten, man hat kurze Matchtimes. Was man noch sagen muss, in Solo-Queue ist es leider der Fall, dass auch Bots mit eingefügt werden, um die Queue-Times runterzubekommen. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, kann aber auch nachvollziehen, dass es den einen oder anderen stört, wenn man mit Bots zusammenspielt. Ich aber muss sagen, finde es nicht so wild. Mein Gott, am Ende bleiben sowieso echte Spieler übrig. Und ich habe auch gelesen, dass die Bots gar nicht so schlecht sein sollen. Also der ein oder andere Spieler wurde schon von Bots einfach weggemäht. Also so schlimm finde ich das im Endeffekt nicht, denn komplettes Kanonenfutter sind sie ja auch nicht. Gut, Freunde, das war's von diesem kurzen Let's-Test-Video. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel ein bisschen näher gebracht. Wir können ja vielleicht nochmal kurz hier gucken. Es gibt auch ein Ranked-System. Ach, immer wenn ich denke, ich habe schon alles grobe gesagt, fällt mir das nächste ein. Es gibt ein Ranked-System, man kann Punkte sammeln. Ihr habt ja am Ende vom Spiel gesehen, gibt es ein Endscreen. Da wird man bewertet, entweder man bekommt ein paar Punkte oder man kriegt Punkte abgezogen. Und je nachdem steigt man dann hier in Ligen auf. Gerade bin ich in der Bronze-Liga, es geht hoch bis Diamant. Und ja, ging bisher relativ schnell. Ich habe gerade 1239 Punkte und Silber kriegt man schon ab 1400 Punkte. Also soweit von Silber bin ich gar nicht weg. Ihr seht also, ja, ob das Ranked-System wirklich Sinn macht, ich weiß es nicht. Denn bisher habe ich noch nie Punkte verloren. Ich habe, egal wie schlecht ich abgeschnitten habe, immer, wenn ich mindestens so einen Kill gemacht habe, Punkte dazu gewonnen. Also so schwer aufzusteigen scheint es noch nicht zu sein. Aber wer weiß, ob das in MyGold und Diamant anders läuft. Im Shop, Freunde, gibt es natürlich die Helden. Man kann sich die Helden alle für echtes Geld kaufen. Wenn man hier drauf geht, zack, den habe ich natürlich schon. Das ist der Standardheld. Zack, dann kann man sich die hier für 750 Crowns kaufen. Das sind so, naja, ein bisschen unter 10 Euro. 7 Euro noch was. Ist in Ordnung. Irgendwie müssen die Entwickler ja auch Geld verdienen. Preise finde ich ganz okay. Ich habe noch gar nicht so durch den Echtgeld-Shop geguckt. Was gibt es denn hier so Schönes? Hier sind die ganzen Pakete der Helden. Die gibt es natürlich auch. Da kann man sich natürlich den Helden kaufen mit ein bisschen Zeug. Hier drei Helme, wie ein Wikingerhelm aussehen. Ah, okay. Berserkerhammer. Da kriegt man noch kosmetische Items zu dem Helden dazu. Und hier sind befristete Angebote. Der Battle Pass kostet 1000. Das ist ein Zehner. Gut, ist okay, ist ein gängiger Preis für einen Battle Pass. Finde ich ganz okay. Was haben wir hier noch? Leuchtpistolen-Elite-Paket. Schieße ein Leuchtsignal in den Himmel, um einen Orbital-Kühlschrank mit seltenen Waffen und kostbarer Beute herbeizurufen. Sei aber auf der Hut, denn deine Gegner können dein Leuchtsignal sehen und höchstwahrscheinlich versuchen, deine Beute zu stehlen. Du beginnst den Kampf mit einem verschlossenen Behälter, der eine Leuchtpistole mit einer Leuchtpatrone beinhaltet. Falls du dir die Leuchtpistole für einen anderen Kampf aufheben möchtest, dann öffne während des aktuellen Kampfs nicht den Behälter. Okay,
Gut, könnte man auch ein bisschen für Pay-to-Win halten, aber wie gesagt, in einem Battle Royale gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass dein Echtgeld-Loot, den du hier beschwörst, natürlich auch von anderen Spielern gestohlen wird. Das heißt, so unfair ist das gar nicht. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Klingt im ersten Moment ein bisschen nach Pay-to-Win, ist es aber im Endeffekt nicht, weil wie gesagt, jeder die Leuchtpistole sieht, das Leuchtsignal sieht und dir dein Zeug auch klauen kann. Freunde, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gewonnen zu Cuisine Royale Second Edition, kurz Cursed. Ja, ich verlinke das Spiel, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Guckt es euch mal an, schaut mal rein. Wenn ihr PUBG und den ganzen Rest der Battle Royales mögt, dann wird euch das Spiel sicherlich auch gefallen. Also mir gefällt es bisher am besten. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man auf Twitch guckt, es hat relativ wenig Zuschauer, relativ wenig Spieler bei Steam. Klar, das Spiel hat auch einen eigenen Launcher und einen Epic Game Launcher und ist auch auf allen Konsolen verfügbar, aber trotzdem könnte es ruhig noch ein paar mehr Spieler vertragen. Ich finde, es hat es auf jeden Fall verdient. Gut, Freunde, das war's jetzt von meinem hohlen Geschwätz, von meinem Gelaber. Ich hoffe, ihr habt deinen Eindruck gewonnen. Das sage ich jetzt auch schon zum 500. Mal. Ich bin raus, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.